Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um das Heldenwerk-Abenteuer 15, Gekreuzte Klingen, Tage der Loyen 1, und das ist wie immer herausgegeben von Ulysses. Viel Spaß! Worum soll es gehen? Domaldo von Westphal, das ist ein Baron aus der hiesigen Gegend, ist gerade dabei, ein paar Menschen zu hängen, weil sie dabei erwischt worden sind, wie sie Straftaten begangen haben. Und dementsprechend darf das nicht ungesühnt bleiben. Er greift mit harter Hand durch oder möchte das gerne und würde sie gerne zum Tode verurteilen. Dabei kommt es allerdings dazu, dass diejenigen ausbrechen können. Die Helden können zwei von dreien ohne Probleme stoppen. Der dritte entkommt allerdings und man erhofft sich so ein paar Informationen über den übergebliebenen Jagdspeer von Arcano Jatorese. Das könnt ihr hier auf der linken Seite sehen. Wenn ihr da so ein paar Informationen haben wollt, lest euch meinetwegen die Seite durch. Der Rest des Abenteuers geht dann darum, dass die Helden dieser geflohenen Person nachstellen, sie verfolgen in einer Stadt, und in der Stadt selber müssen sie dann Ermittlungen anstellen. Also so ein ganz bisschen Detektivabenteuer, wirklich detektivisch ist es nicht. Aber es werden auf alle Fälle ein paar Gesellschaftstalente abgefragt. Natürlich darf auch noch gekämpft werden, wenn man das möchte. Und ja, am Ende dieses Abenteuers steht hoffentlich ja, die Helden mit dem ja, gesplitterten Jagdspeer in der Hand und können sie dem Baron geben, denn der ist da sehr erpicht darauf. Aber, und das ist der Clou des ganzen Heldenwerks, die Helden können je nach Ausgang das Abenteuer verändern in ihrem Aventurien, aber auch das gesamte. Ihr habt es vielleicht bei Ulysses schon gesehen auf der Seite oder auf meinem Ankündigungsvideo dazu. Je nachdem, wie viele Gruppen sich für welche Option entscheiden, wird das dann, naja, je nachdem, wo es dann die Mehrheit so gab, eingetragen auch in die offizielle Publikation. Das heißt, man kann hier maßgeblich Aventurien verändern, je nachdem, wie sich die Helden entscheiden. Das heißt, an der Stelle, wo dann die Helden diesen Speer wieder haben, endet auch das Abenteuer. Bei anderen vollwertigen Abenteuern habe ich das immer so ein bisschen bemängelt, dass das Abenteuer zu Ende ist, noch bevor es begonnen hat. Hier allerdings muss ich sagen, passt das, weil die Helden werden vor viele, viele Optionen gestellt, die in dem Rahmen gar nicht beantwortet werden könnten oder vorgestellt werden können. Das heißt, der Spielleiter muss sich dann eben ja, selber damit auseinandersetzen, was ihr die Helden jetzt tun wollen. Er kann ihnen natürlich noch vorschlagen, wie wäre es denn, wenn ihr den Speer an Person XY gebt. Damit müssten sie sich aber auch mit den naja, politischen Situationen auseinandersetzen, oder das wäre zumindest sehr ratsam, wenn sie kurz vorher überlegen, wer hat Interesse daran und was passiert, wenn ich es ihm oder ihr gebe. Das ist also hier ja, politische Spielbälle. Hier können sie Aventurien so ein bisschen beeinflussen, können so ein bisschen der Rondra-Kirche helfen oder auch dem Horasreich. Da muss auf alle Fälle politisches Interesse bestehen an dem aktuellen aventurischen Geschehnissen. Wer keine Lust auf Politik hat und auf aktuelles Zeitgeschehen, für den ist das Abenteuer nichts. Aber wenn hier Horasier oder auch Rondrianer dabei sind, die werden sich hier nach diesem Abenteuer ja, vor eine moralische Entscheidung werden sie gestellt, die sie dann entscheiden dürfen. Und ja, dementsprechend wäre das für solche Helden natürlich sehr, sehr toll. Ja, Modularität. Das Abenteuer muss auf alle Fälle nach Arrivor gespielt werden und das Abenteuer muss im Horasreich gespielt werden. Das macht keinen Sinn, wenn es irgendwie verschoben wird. Da, ja, okay, ist kreide ich dem Abenteuer nicht an, aber modular ist es auf keinen Fall. Das macht doch keinen Sinn, dass ich es in anderen Systemen spiele. Also, wer sich da irgendwie erhofft, kann ich das für Shadowrun benutzen oder kann ich das bei Dungeons and Dragons benutzen, bei Pathfinder? Es wird nicht funktionieren. Das Ding ist gemünzt auf DSA und auf diese Zeit und diesem Reich. Spielspaß. Ja, es ist für alle was dabei, für den Jäger in der Natur, es ist für den Krieger was dabei, für den Gesellschaftler.
Gerade wenn man hier auch Leute hat mit, ich habe es vorhin gesagt, Rondrianer oder Horasier, auch die werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Ich bin zufrieden, das Abenteuer ist sehr kurz, aber Spielspaß sollte drin sein und SL-Schwierigkeit. Da ziehe ich auch wieder 2 Punkte ab, so leid es mir tut. Es ist echt viel Politik drin und es bedarf viel Einführung, damit man das dann den Spielleitern, damit man das den Spielern so erklären kann, dass sie es begreifen. Gerade wenn Leute da wenig bisher kannten, dann muss man ihnen das beibringen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man das dann sehr gut kombinieren kann mit dem Abenteuer um Arrivor. Und ja, es sind 2 Punkte für die SL-Schwierigkeit. Aber naja, dadurch, dass ich das, also ich mag das Abenteuer, hat viele gute Aspekte, ich gebe Bonuspunkte 4 von 4. Ist ein gutes Abenteuer, man muss sich da wie gesagt ein bisschen reinknien, ein bisschen bemühen und man muss im Horasreich spielen wollen, dann funktioniert das ja ziemlich gut. Also von mir ist das eine Empfehlung. Die Umfrage ist zu dem jetzigen Zeitpunkt dann leider schon vorbei, aber da hatte ich ja im Vorfeld schon eine Erklärung gemacht, worum es da geht und sicherlich habt ihr es dann schon gesehen und wenn nicht, dann werden sicherlich noch weitere Umfragen kommen, denn ich glaube, das kam ganz gut an. Alles klar, damit verabschiede ich mich. Das war eine ziemlich kurze Rezension, aber das soll es ja auch geben. 16 Seiten, ja, da muss man nicht eine halbe Stunde zu reden. Alles klar, bis dann.